Dieses Roguelike-Spiel ist irgendwie kopflos. Zumindest hängt der Kopf verdammt lose. Frankenjohn ist, wie der Name vermuten lässt, eine Abart von Frankensteins Monster. Auf eurem Weg durch düstere Fantasy-Welten warten eine Menge Monster auf euch. Diese sehen, wie auch der Protagonist, irgendwie gestört aus. Entstellte Puppenköpfe und fleischfressende Pflanzen mit menschlichen Zähnen gehören hier zum regulären Programm. Um euch euren Feinden zu entledigen, haut ihr euren Kopf in ihre Richtung. Dank einer kleinen Kette fliegt ihr euch nicht davon. Um eure Chancen im Laufe der Zeit zu verbessern, könnt ihr euch auf den Operationstisch legen und durch gesammelte Goldmünzen Verbesserungen anbringen. So könnt ihr beispielsweise mehr Schaden einstecken und austeilen, bekommt eine längere Kette oder könnt euren Kopf schneller bewegen. Hin und wieder findet ihr verschiedene Helme, diese verleihen euch neue Fähigkeiten.